Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, liebe Leute. Willkommen zurück zu In the Mountable. Es geht weiter. Wir haben beim letzten Mal dieses Basislager hier erreicht, sage ich mal, und können von da aus jetzt weitere Missionen in Angriff nehmen. Wir sind hier noch beim ersten Berg. Wir haben den Anfang mal geschafft. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir von hier aus immer weiter runtergehen, weil so sieht es ja aus auf dem Berg. Das heißt, vielleicht haben wir das Höchste schon erlebt, aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, habe ich noch nie gespielt. Was auf jeden Fall freigeschaltet ist, sind so die verschiedenen Nebenmissionen, die der Berg zu bieten hat. Wir haben hier zum Beispiel Routenkletterarbeit. Okay, da ist jetzt nichts Spannendes. Hier haben wir den Journalisten, den wir freischalten könnten, oder die Journalistin, wenn wir das spielen. Da haben wir drei Zeitanomalien, da auch. Hier hätten wir den gigantischen Krater und da haben wir einen Wissenschaftler, den wir dann freischalten würden. Das heißt, dann hätten wir alle drei Charaktere, wenn wir so weit kommen. Da ich probiere mal diesen Journalismus hier mit der neuen Figur. Dann schauen wir uns auch noch ganz kurz mal die Charaktere an und schauen, ob wir da noch upgraden können. Wir haben ja beim letzten Mal das hier geupgradet, die erhöhte Energie. Und wir haben noch 100 Plätze oder 100 mögliche auszugebende Ressourcenpunkte. Wir könnten den Sauerstoff erhöhen, wir könnten das mit der Körpertemperatur verbessern und das hier geht sich schon alles nicht mehr aus. Eventuell die Erfahrungsgewinne bei Nacht. Minus Energiekosten auf allen Feldern bei Nacht, das klingt gut, ist aber halt sehr teuer. Ich würde sagen, auf die Schnelle hilft uns das, wenn wir einfach mehr Energie haben. Das heißt, ich nehme das hier auch noch, passt. Dann haben wir mal schön maximale Energie dazu bekommen. Dann schauen wir uns noch das Inventar an. Da habe ich jetzt schon ein bisschen was reingeballert. Wir haben nämlich eine Kapazität von 60 und jetzt weiß ich auch, wie das zu lesen ist. Wir hatten hier 60 Punkte und das hier kostet zum Beispiel 10 Kapazität. Wenn ich das weggebe, hätten wir noch 10 zur Verfügung. Aber heißer Tee ist wichtig, Konservendose genauso. Das zählt nämlich auch sicherheitshalber mit und dann haben wir einfach noch ein bisschen Platz für das Sicherungsseil, weil was anderes ist nicht wirklich machbar. Mal gut, wir könnten vielleicht was doppelt mitnehmen. Das wäre vielleicht eine Idee. Statt dem Sicherungsseil mit dem gefährlichen Terrain könnte man vielleicht noch einen Tee mitnehmen, weil Energie haben wir eh durch das Zelt, aber vielleicht einen heißen Tee. Ja, machen wir das. Passt, dann haben wir da alle Punkte ausgegeben für die Abenteurerin. Dann waren wir im Inventar und dann können wir auf die Mission gehen und klicken da drauf. Investigativer Journalismus. Suche nach Spuren, die dich zum Journalisten führen. Falls beendet mit Abenteuer, gibt es mehr Umgebungswert, Charakterwissen und Ereignis. Kalt auf dem Berg herrscht vorwiegend kaltes Wetter. Gerüchten zufolge hat sich ein Journalist auf der Weg verirrt, finde ihn und nutze seine investigativen Fähigkeiten, um einen Weg aus der Zeitschleife zu finden. Ja, passt, würde ich sagen. Mission starten. Let's go. Bin mal gespannt, ob wir da wieder von unten anfangen und wieder raufsteigen oder wie das abläuft. Ich mache mich wieder klein. Und dann hat die Lady hier wieder Screentime. Die mysteriöse Fremde hatte eine weitere Person im Gebirge gesichtet, die wohl von außerhalb kommt und ausgerüstet ist wie ein Journalist. Das heißt, die hat Brief und Papier mit dabei oder was? Das kann kein Zufall sein. Du willst ihn als Verbündeten gewinnen, dazu musst du ihn jedoch erst einmal finden. Tada, da sind wir. Ordnungsgerät. Mit einigen Missionen musst du dein Ordnungsgerät benutzen, um dein nächstes Ziel zu finden. Aktiviere, deaktiviere es über das Symbol neben deiner Fähigkeitsleiste.
Das hier mit T. Anschließend bewegt sich deine Kamera, um die Richtung des Ziels zu bestimmen. Je mehr sich das Ziel in der Bildschirmmitte befindet, desto stärker ist das Signal. Ah, okay, ich muss dich selber bewegen, die Kamera. Denke dran, auch nach unten und oben zu schauen, um eine genaue Position zu bekommen. Ortungsgerät, okay. Aha. Hat wahrscheinlich Abklingzeit, oder? Ja, Abklingzeit ein paar Stunden. Finde dein Ziel anhand der Ping-Geräusche und der Kamera. Ein stationäres Gerät zum Suchen von Anomalien aktiv bis zur nächsten Bewegung. Aha. Okay, das sieht interessant aus. Irgendwelche Dinger, die um uns herum kreisen. Was wissen wir denn schon? Nichts. Okay, wir sind ganz unten und müssen irgendwo hin. Das wird sehr interessant werden. Das heißt, ich aktiviere das jetzt mal, oder? Hä? Kein Signal aus dieser Richtung. Okay. Kein Signal aus dieser Richtung. Da schon, oder was? Ah, okay, also eher da so in die Richtung. Ja, bewege die Kamera, wäre toll, wenn die Kamera das macht, was man möchte. Okay, also ja gut, tendenziell mal in die Richtung. Das könnte sehr interessant werden. Ich stelle übrigens mal den Zeitraffer ein, sodass wir uns wirklich auch schneller mal bewegen. Weil die Mission scheint ja wirklich sehr spannend zu werden. Du entdeckst einen Baum, wie er auf dieser Höhe überleben kann, weißt du nicht, aber der Anblick spendet dir Trost. Na dann. Na dann, klingt das doch mal sehr gut. Da könnte man übernachten. Ist noch nicht wirklich relevant. Wir müssen irgendwie da in die Richtung, das heißt, ich latsch mal schön langsam. Oh, ist das aber teuer. Eieieiei, echt, das ist die beste Variante darüber. Na, weiß ich ja nicht. Ne, ich glaube, das mache ich dann eher hierüber. Über das Eis. Das kann schon passieren, wenn man übers Eis latscht. Fällt mir jetzt nichts ein, was irgendwie hinderlich wäre. Eine Höhle. Ich lege mich schlafen. Ich folge dem Windhauch. Unzählige, was? Stalaktiten hängen an der Decke und versperren den Weg. Du suchst geschickt nach Lücken. Das werden wir geschickt. Zwischen den Tropfsteinen duckst dich unter ihnen hinweg. Als du plötzlich ein Knirschen vernimmst, in letzter Sekunde weichst du dem Spitzengeschoss aus, das sich beinahe in deinen Körper gebohrt hatte. Dann gefriert dir das Blut in den Adern ein paar Meter vor dir, entdeckst du auf einen der Stalaktiten gespickten Leichnam. Diese arme Seele hatte offensichtlich nicht so viel Glück wie du. Mit einem mummigen Gefühl durchsuchst du seinen Fellbeutel. Du findest Vorräte und verstaust sie kurzerhand in deinem Gepäck. Dann drehst du dich wieder um. Es ist einfach zu gefährlich hier. Wir bekommen ein Zelt, verlieren ordentlich an Körpertemperatur und bekommen Erfahrung. Zelt, Dankeschön, bestätigen. Ich lege mich schlafen. Ja, schlafen wir mal kurz. Für ein bisschen Energie. Okay, lädst du dies. Noch kürzer als kurz kann man leider nicht schlafen. So, Level up. Was haben wir denn da? 24 Stunden, Ende der Mission und 48. Energiekosten auf allen Feldern. Ey, gerne.
Das machen wir doch immer gerne. So, jetzt müssen wir da irgendwie außenrum an diesen Simba-Königswesen. Das machen wir wahrscheinlich über diesen Wege. Und da haben wir auch ein Rufzeichen in Form eines Items. Lebendig begraben. Dein Weg führt dich vorbei an einer steil aufragenden Wand, an deren oberster Kante sich turmhoch Schnee abgelagert hat. Vorsichtig gehst du weiter, als du ein Grollen vernimmst. Intuitiv gehst du in Kauerstellung und holst tief Luft. Im nächsten Moment spürst du das Gewicht der Schneemassen, das dich auf den Boden drückt. Du musst dich freigraben. Es ist deine einzige Chance. Okay, dann graben wir mal schnell. Kostet mich Energie, aber es beendet das Event. Du weißt, dein Gehirn reagiert empfindlich auf Sauerstoffmangel. Schon nach wenigen Minuten tritt der Tod ein. Du gräbst so schnell du kannst, hektisch panisch, dann stößt du endlich mit der Faust durch die Schneedecke. Gierig saugst du die eiskalte Luft ein. Das war knapp. Mhm. Okay. Die Nacht beginnt und wir gönnen uns mal das Item. Felsvorsprung, du marschierst über einen Bergrücken, auf dessen steil abfallenden Hängen krüppelige Baumgewächse Wind und Wetter trotzen. Auf einem schmalen und brüchig wirkenden Felsvorsprung entdeckst du eine Sauerstoffflasche. Du könntest einen Ast nehmen und versuchen, den Gegenstand zu bergen. Das ist jetzt doch, glaube ich, wieder genau dasselbe mit diesen ich versuch's und ich schaff's nicht und ich kann noch mehr einsetzen, um's zu schaffen und dann noch mehr einsetzen. Ja, komm, probieren wir es. Wir haben dahinter nämlich eh eine Höhle. Dann können wir das ruhig machen. Geschafft. Oh, guck an. Nice. Und das aufs erste Mal. Wie eine Trophäe reckst du die Sauerstoffflasche in die Höhe. Geil. Sehr schön. Packt mal rein. Geil. Guti. Dann haben wir hier auch noch irgendwas. Ich mache dann gleich das Ortungsgerät, aber... die Sachen hier sind ja auch relevant zum Einsammeln. Ein sanftes Klimpern umweht dich, oh, harmonisch und melodiös gefolgt von einem Klang wie fallender Regen. Du folgst den Geräuschen und entdeckst in einer kalten Baumkrone mit Fäden verbundene Röhren aus Metall und Holz, die im Wind tänzeln und aneinander schlagen. Du beobachtest das Windspiel und versinkst in den flüchtigen Melodien. Du regenerierst Leben oder Geist. Wir haben nichts an dem verloren. Also Geist. Und ab in die Höhle. In die dunkle, tiefe Grottenhöhle. Wir erkunden mal den Tunnel. Wir haben keine Fackel, keine Taschenlampe. Das heißt, wir müssen in der Dunkelheit herumtasten. Ich erfülle einen Gegenstand. Und wir bekommen Schneeschuhe. Hohe Qualität, das sind die tollen. Sehr gut, ausgezeichnet. Die können wir uns gleich reinballern. Schneeschuhe bedeutet minus 30 Energiekosten auf Schnee. Hervorragend. Ich lege mich schlafen. Jetzt wissen wir übrigens auch das, was ich überlegt hatte. Nämlich, man behält die Items leider nicht nach einer Mission. Man bekommt Belohnung dafür, ein bisschen wie ein Curious Expedition, aber man darf sie nicht behalten, was sehr schade ist. Level up. Ende der Mission, 24 Stunden und Ende der Mission. Dann machen wir die Zeitkosten. Da gibt es wieder ein Item. Aber erstmal kurz das Ortungsgerät verwenden. Kein Signal. Aber hier schon. Und da ist auch wieder kein Signal. Okay, das heißt, wir wissen, dass es irgendwo in diese Richtung weitergeht. Da nicht.
Hier schon. Und hier nicht, also da irgendwo. Mhm. Okay, müssen wir nur an dem fetten Simba-Felsen vorbei. Ja, ich möchte aber auf jeden Fall die Items gerne mitnehmen hier. Ein Camp mit ein paar leeren Sauerstoffflaschen könntest dir Zeit nehmen, um die Zelte zu durchsuchen. Gründlich oder nur kurz, wir machen eine gründliche Suche. Eine Sauerstoffflasche und das war gründlich? Na gut. Bestätigen und gleich aufs Nebenfeld. Begegnung. Während du an einer mächtigen Gletscherspalte vorbeiläufst, hörst du leise Hilferufe. Ein Blick in den Abgrund offenbart einen verunglückten Bergsteiger am Grund der Spalte. Ich steige hinab, um zu retten, oder ich laufe weiter. Machen wir das mal. Kostet gar nicht so viel Energie, aber wer weiß, was dann noch folgt. Nach einigen Metern löst sich der Vorsprung, an dem du entlang kletterst. Du fällst ein Stück, bevor du dich fangen kannst. Die Schreie des Bergsteigers unter dir sind verstummt. Dir bleibt nichts anderes übrig, als wieder hinaufzuklettern. Okay, alles klar, das hat massiv Energie gekostet, auch ein bisschen Leben. Naja, Erfahrung gebracht und ein gutes Gefühl, dass wir versucht haben zu helfen. Level up. Minus 22 Energiekosten. Dann das hier bis ans Limit oder minus 30 Zeitkosten. Ja, machen wir das. Ist nicht bis zum Ende der Mission aktiv. Gut. Mhm, genau da. Kein Signal. Mhm. Ja, passt. Da müssen wir irgendwie um den Felsen herum, das wissen wir eh schon. Das heißt, wir müssen da irgendwie rauflatschen. Da wäre eine Möglichkeit zu schlafen. Ich latsche mal in die Richtung. Und dann schauen wir mal weiter. Kann man sich so leicht verirren. Oh, ich sage es ja. Ah, doch darüber. Okay. Mhm. Da irgendwie rüber. Da könnte ich übernachten. Eine kleine Übernachtung vielleicht mit einbauen? Wäre das was? Eine Höhle, wir folgen dem Geräusch. Hammer gegen den Heizungsrohr, genau, das kennen wir ja auch schon. Wir gehen weiter. Wir haben keine Fackel und keine Taschenlampe, das kennen wir schon. Wir latschen einfach weiter. Und dann... Er hört dieses Klopfen auf, auch das kennen wir schon, und dann müssen wir uns jetzt gleich verletzen als nächstes. Wir finden eine Bandage. Mhm. Okay, das ist gut. Ein bisschen Leben regenerieren. Könnten wir uns sogar schon anlegen. Theoretisch. Dann legen wir uns mal schlafen für eine kurze Zeit. Ja, machen wir ruhig die lange. Ist okay. Regenerieren wir ja auch Körpertemperatur. Die Nacht beginnt. Und da unten, okay, wir könnten da entlang latschen. Da ist auch, da sollen wir auch hin, darunter offenbar. Oder hier? Moment, er kann doch nicht überall leuchten, oder? Er kann doch nicht überall sagen, das ist perfekt hier. Also tendenziell wahrscheinlich da so runter. Ich wüsste halt ganz gerne, ob das wirklich runter ist oder ob es oben ist.
Also, hier ist kein Signal. Das Signal ist schon tendenziell in die tiefe Grotte runter. Die tiefe Grotte, ja geil. Das kostet mich, naja, ein bisschen Zeit. Gehört das so oder ist es ein Bug? Okay. Ja, vielleicht ist das schon das Ziel. Schauen wir mal. Eine verlassene Feuerstelle zwischen verkohlten Zweigen liegt ein paar halb verbrannte Notizen. Da steht etwas von einer Anomalie, keine Frage. Sie müssen der fremden Person gehören. Du wühlst in der Asche, sie ist noch warm. Die Feinde kann nicht weit sein. Nach einer kurzen Pause machst du dich auf, um weiter nach ihr zu suchen. Oh, cool. Alles hat sich so ein bisschen verbessert. Finde und erreiche erster Hinweis. Als nächstes müssen wir den zweiten Hinweis finden. Kein Signal. Kann aber auch an der tollen Kameraführung liegen, dass man da halt nichts erkennen kann. Okay, tendenziell in diese Richtung. Nicht so sehr in diese Richtung. Okay, müssen wir nur irgendwie wieder rausstapfen. Wieder den Weg hinausfinden. Das kann ja so schwer gar nicht sein, ne? Darüber war das dann eher, oder? Boah, Alter, die Orientierung. Die Orientierung ist halt so schwer. Und da nicht mehr. Das heißt, irgendwie da runter. Weiß nicht, ob ich da jetzt nochmal rauflatschen soll. Das sind zwei heftige Anstiege. Na komm, machen wir das. Wenn wir schon da sind, oh je, Schneedecke. Mühsam stiefelst du durch kniehohen Schnee den Hang hinauf. Abrupt bleibst du stehen, du blinzelst kaum merklich und wie in Zeitlupe schiebt sich die Schneedecke über das abfallende Gelände direkt auf dich zu. Ich bleib stehen oder ich mache kehrt und gehe einen Umweg. Während du den Hang hinunter schreitest, wirfst du einen Blick über die Schulter. Die Schneemassen nähern sich dir bedrohlich, kommen aber schließlich zum Stillstand. Du willst keinen weiteren Abgang riskieren und suchst einen anderen Weg. Ah, da wäre ein Item da unten. Na, okay. Und hier eine Eishöhle. Lecker. Du stehst am Eingang einer Eishöhle. Das Licht, das sich durch das dicke Eis kämpft, lässt die Wände in einem tiefen Blau erstrahlen und wirkt belebend auf dich. Ach ja, mehr Geisteskraft unten, Level up. Was haben wir denn da diesmal? Energiekosten auf allen Feldern bis zum Ende der Mission. Nur aktiv während Todeszone. Ja, okay. Aktiv für 16 Stunden. Ignoriert gefährliches Terrain. Ja, 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 machen wir das. Machen wir das Terrain. Terrain kann nicht schaden. Da ist auch irgendwas. Wir müssen eh tendenziell runter. Benutzt das Camp. Ich durchsuche das Camp oder ich setze meine Reise fort. Ah, Achievement bekommen, Sammler. Wir bekommen nämlich Schuhe. Minus 15 Energiekosten auf Stein. Wir haben minus 30 auf Schnee. Okay, das ist Schnee. Jetzt ist die Frage, wo Stein ist. Ist das hier Stein?
schwer zu sagen. Da unten wäre eine Höhle. Gehen wir mal hin in die Richtung. Oh, und ein Item. Oh, geil. Okay, ich folge dem Geruch. Und was haben wir drinnen? Du gehst tief in die Höhle hinein. Nach wenigen Metern kommst du an ein kleines Wasserloch mit einem Lichtstrahl. Und der Wasseroberfläche bringt mich in seinen Bann. Das kennen wir ja schon. Guter Vorteil, wir bekommen einiges an Erfahrung. Ich lege mich schlafen für kurz 15 Energie. Oder ich latsche einfach weiter. 15 Energie fehlen uns. Wie lange schlafen wir? 6 Stunden. Ja, komm. Wenn wir schon da sind, schlafen wir auch noch. Dann ab zum Item. Mysteriöse Entdeckung. Du marschierst über eine schneebedeckte Ebene. Als du mit deinen Stiefeln in etwas länglichen hängen bleibst, du staunst nicht schlecht. Ein dicker schwarzes Kabel. Warum ist es hier und wohin führt es? Ich ziehe an dem Kabel. Ich folge dem Kabel. Ich folge lieber dem Kabel, als dran zu ziehen. Kabel führt dich zu einer kleinen Schlucht. Dort verläuft es steil abwärts und verschwindet schließlich in einem Haufen Geröll. Alles deutet auf einen Erdrutsch hin, ob es sich lohnt, herabzuklettern und nachzusehen. Ich klettere runter. Steinsbrocken, manche so groß wie Wagenräder, schlagen auf den Boden ein, während du dich von Vorsprung zu Vorsprung hangelst. Geil, schließlich spürst du wieder festen Boden unter den Füßen. Sogleich begutachtest du den Geröllhaufen. Durch einen Spalt erkennst du einen Hohlraum. Es muss sich um einen verschütteten Einstieg handeln. Ein Unterschlupf der Besatzer? Fragezeichen. Was machen wir denn? In den Unterschlupf? Oder ich wühle oberflächlich herum. Ah, nein, nein, schon rein da. Mittlerweile ist es Nacht. Du hiefst Felsbrocken und Felsbrocken zur Seite, bis der Spalt so breit geworden ist, dass du dich hindurchquetschen kannst. Im Hohlraum ist es stockfinster und die Luft stickig. Doch sorgfältig gestapelte Kisten deuten darauf hin, dass dies wirklich ein Lager der Besatzer gewesen ist. Hastig und schwer atmend durchwühlst du die Kisten und findest Vorräte und Ausrüstung. Die Exkursion hat sich mehr als gelohnt. Oh, guck an, ein Wanderstock als Werkzeug für verringerte Zeitkosten und eine Sauerstoffflasche. Geil. Den Wanderstock können wir ausrüsten. Die Sauerstoffflasche geht sich mit ein bisschen Inventar Tetris auch noch aus. Passt. Bestätigen. Ich glaube, ich kann. Oh, die Körpertemperatur ist mies. Ah, okay. Wollte gerade eine Sauerstoffflasche verwenden, aber so richtig bringt mir das ja nichts. Okay, und wir gucken mal wieder, in welche Richtung wir latschen müssen. Ah ja, okay. Tendenziell ebenerdig in diese Richtung. Nicht runter, sondern ebenerdig. Okay, na gut. Dann bin ich mal gespannt, ob wir das finden werden. Ob wir weiterkommen, ob wir den nächsten Hinweis finden. Das allerdings werden wir erst in der nächsten Folge machen. Ich sage euch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.